Ist Ihr Blutdruck auch zu hoch? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Und jetzt neu, Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Raumgewinn ist ein Trendsetter, ist Inspiration. Es fängt schon damit an, wenn Sie reinkommen. Wow, was ist denn das hier? Im Raumgewinn sind wir für Sie da, damit Ihr Traum vom eigenen Haus oder der sanierten Wohnung wahr werden kann. Unsere Kunden sagen, wir brauchen jemanden, der uns an die Hand nimmt und die ganze Sache für uns stressfrei gestaltet. Eben aus einer Hand, lass uns das gemeinsam angehen. Besuchen Sie uns in Dresden, Gehrockstraße. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz für Ostsachsen und Südbrandenburg. Täglich ab 18 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom Donnerstag, dem 3. Juni. Wir freuen uns, Sie auch heute wieder begrüßen zu dürfen. Und wir starten unsere gemeinsame halbe Stunde mit Meldungen aus der Lausitz. Seit heute kann man nämlich mit dem Rad um den gesamten Großreschener See herumfahren. Das letzte Teilstück des Radweges wurde nämlich nun fertiggestellt. Mehr dazu und was heute noch in der Lausitz geschehen ist, erfahren Sie jetzt. Der letzte Radwegabschnitt am Großreschener See wurde nun feierlich eröffnet. Wie die LMBV mitteilt, schließt der rund 2,8 Kilometer lange Abschnitt nun die noch übrig gebliebene Lücke um den See. Martin Wolf, Leiter für Infrastruktur bei dem Zweckverband Lausitzer Seenland Brandenburg, erklärte, dass es eine Besonderheit bei der Strecke gab. Auf dem Stück, wo wir uns eben befinden, wurden 2,8 Kilometer in Asphaltbauweise errichtet und davon 1,4 Kilometer im europäischen Vogelschutzgebiet und aus diesem Grund in der zweispurigen Ausbau. Anfang März war mit den Baumaßnahmen begonnen worden. Unter anderem erfolgte dazu auch die Umgestaltung des Aussichtspunktes Repister Höhe mit einer Erlebbarmachung der verschwundenen Orte in Form von verkleinerten Flächendarstellungen im Maßstab von 1:150. So ein Bauprojekt kommt natürlich nicht von irgendwo. Wie in allen anderen Bereichen auch, spielt die Finanzierung eine essentielle Rolle. Die Gesamtmaßnahme, Baukosten, Planungskosten, alles drum und dran, ca. 700.000 Euro brutto und davon wurden 80% vom Land Brandenburg gefördert. Mit der Eröffnung an der Repister Höhe heute ist der neue Radweg nun offiziell freigegeben. Die Bautzener Sternwarte ist wieder geöffnet. Wie die Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft Bautzen mitteilt, kann die Einrichtung unter Beachtung der Corona-Schutzverordnung besucht werden. Dafür sind eine vorherige Anmeldung und ein tagesaktueller Negativtest erforderlich. Während der Schließzeit wurden Büro, Gang und Foyer renoviert. Die Mitglieder des Fördervereins haben zudem die Vitrinen im Foyer neu gestaltet. Zu erreichen sind die Mitarbeiter der Sternwarte telefonisch unter 03591 607126 oder per E-Mail an mail@sternwarte-bautzen.de. Der Archivverbund Bautzen soll ab dem 7. Juni wieder öffnen. Allerdings können dann nur Akten aus dem Staatsfilialarchiv Bautzen eingesehen werden. Akten des Stadtarchivs sind wegen einer Baumaßnahme nicht nutzbar. Für die Benutzung ist eine Voranmeldung, am besten per Mail an archivverbund@bautzen.de, unbedingt erforderlich, da weiterhin nur 3 Plätze im Lesesaal zur Verfügung stehen. Die vor der Schließung geltenden Abstands- und Hygieneregeln sind weiterhin einzuhalten. Ein negativer Corona-Test ist nicht nachzuweisen. In Görlitz wurde am 1. Juni mit der Sommerbepflanzung des Postplatzes begonnen. Mehr als 4000 Pflanzen wurden auf dem Platz eingesetzt. Neben dem in seiner Größe beeindruckenden Rizinus werden außerdem Dahlien und weitere bekannte Sommerblumen ein sommerliches Pflanzenbild schaffen. Am heutigen 3. Juni ging es dann für die Gärtner zum Wilhelmsplatz. Hier wurden weitere 8000 Pflanzen und Blumen eingesetzt. Auch die Bananenstauden aus dem vergangenen Jahr, welche bei einem Gärtner überwintert haben, sind wieder auf dem Wilhelmsplatz zu sehen.
Und ab kommender Woche werden Erdbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren und Blaubeeren in 3 Beete am Marienplatz gepflanzt. Diese sind dann nicht nur zum Anschauen, sondern auch zum Naschen. Die Stadt Görlitz hat Teile der Skateranlage im Stadtteil Weinhübel abbauen lassen. Zur Begründung heißt es, dass die beiden betroffenen Elemente verschlissen und nicht mehr sicher befahrbar waren. Das Verletzungsrisiko der zumeist jungen Nutzer sei zu hoch gewesen. Von der Wallride und dem Spine stehen jetzt nur noch die durch einen Bauzaun abgesperrten hölzernen Unterbauten. Der Wiederaufbau ist vom noch nicht beschlossenen Görlitzer Haushalt abhängig. Alternativ sollen auch Stiftungen um Unterstützung angefragt werden. Wie lässt sich das Wetter am besten beschreiben? Natürlich mit Fotos. Ob Regen, Sonne oder Schnee. Das Handy gezückt und eine E-Mail an info@lausitzwelle.de. Heute unterzeichnete Oberbürgermeister Ruben C. gemeinsam mit dem Kamenzer Bürgermeister Roland Danz einen gemeinsamen Kooperationsvertrag. Mit Unterzeichnung des Vertrages ist die Zuse Stadt nun offiziell Teil der Wachstumsregion Dresden. Weitere Informationen sowie die Nachrichten des Tages haben wir nun für Sie zusammengefasst. Ab Juni 2021 ist die Stadt Hoyerswerda neuer Partner im Kooperationsnetzwerk Wachstumsregion Dresden. Die feierliche Unterzeichnung des Vertrages fand am 3. Juni in Hoyerswerda statt. Wachstumsregion Dresden ist ein Imageprojekt für die Landkreise Bautzen und Görlitz, das im Jahr 2014 als Projekt zur Fachkräftesicherung gegründet wurde. Mittlerweile widmet sich das Projekt auch dem Ausbau der regionalen Wirtschaft sowie der Förderung von regionalen Projekten, wie zum Beispiel einer S-Bahn-Verbindung zwischen Dresden und Hoyerswerda oder dem neuen Großforschungszentrum des Fraunhofer Instituts. Hoyerswerda hat im Norden des Landkreises Bautzen eine Leader-Funktion zu erfüllen. Durch Erweiterung des Kooperationsnetzwerkes können Synergieeffekte optimal genutzt und die Zusammenarbeit der Wirtschaftsförderung verstärkt werden, so Oberbürgermeister Ruben C. Die Vollsperrung des touristischen Rad- bzw. Wanderwegs zwischen Ilsekanal und Lieske wird ab Freitag, dem 4.6. teilweise aufgehoben. Es betrifft den Abschnitt vom oberen Landgraben bis zum Gewerbegebiet bzw. Sanierungsstützpunkt entlang der Ostböschung des Sedlitzer Sees. Die Umleitung über Barnsdorf, Almosen und Dörrwalde nach Sedlitz und in die Gegenrichtung gilt weiterhin, voraussichtlich bis Ende Juli, teilt die LMBV mit. Der Sedlitzer See ist in der sogenannten Restlochkette, welche aus dem Tagebau Sedlitz-Skado-Koschen besteht, der letzte, der durch die LMBV gestaltet und geflutet wird. Am Seeufer entstehen unter anderem ein Gewerbegebiet, ein Sanierungsstützpunkt für das LMBV-eigene Gewässerbehandlungsschiff und ein sogenannter Wasserwanderrastplatz. Aufruf zum Einreichen kleiner Projekte für eine Liederförderung im Jahre 2022. Die lokale Aktionsgruppe LAG Elbe Elster hat die 7. Auswahlrunde für kleine lokale Initiativen gestartet. Interessenten reichen dazu ihre Projekte bis spätestens 30. September 2021 ein, die im Jahr 2022 umgesetzt werden sollen. Gefördert wird das Engagement von Akteuren durch Unterstützung kleiner, investiver Einzelprojekte. Die inhaltliche Ausrichtung der Vorhaben muss dem Gemeinwohl dienen und zur sozialen Entwicklung auf dem Lande beitragen. Antragberechtigt sind Initiativen natürlicher Personen, Vereine, Verbände und juristische Personen des öffentlichen Rechts. Unternehmen sind nicht antragsberechtigt. Die Antragstellung und Abwicklung erfolgt über die LAG Elbe Elster. Interessenten reichen ihre Projektblätter bis zum 30. September 2021 in der LAG-Geschäftsstelle ein. Das Projektformular steht im Internet auf den Seiten der LAG Elbe Elster zum Herunterladen bereit. In der Kunstallee der Sparkasse Elbe Elster in Finsterwalde ist ab sofort eine neue Ausstellung zu sehen. Gezeigt werden Werke der Künstlerin Adele Gajon und des Künstlers Antek aus dem Märkischen Kreis. Eröffnet wurde die Ausstellung pandemiebedingt nur im kleinen Kreis. Vor Ort war der Künstler Antek, welcher ursprünglich aus dem polnischen Danzig kommt und seit Ende der 1970er Jahre in Deutschland lebt. Im Mittelpunkt seiner expressiven Malerei stehen zumeist Menschen. Er thematisiert persönliche Erfahrungen im Rahmen der eigenen Entwicklung sowie die Konfrontation mit moralischen Fragestellungen. Die Werke der aus Tschechien stammenden und seit Mitte der 1960er Jahre in Deutschland lebenden Adele Gajon beeindrucken vor allem durch ihre Kombination von Abstraktheit mit Konkretem, in einer zumeist sehr symbiotischen Weise.
Die geheimnisvolle Surrealität der Bilder schafft eine sehr dichte, aufgeladene Atmosphäre. Sehr beeindruckt von den Bildern zeigten sich neben Sparkassenchef Jürgen Rieke auch Landrat Christian Heinrich Jaschinski und die Gäste aus dem Märkischen Partnerkreis. Zu sehen ist die Ausstellung in der Kunstallee der Sparkasse Elbe-Elster in ihrem Hauptsitz in Finsterwalde noch bis zum 27. August. Und nun die aktuellen Corona-Zahlen. Im Landkreis Bautzen sind derzeit 393 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Es gab 33 Neuinfektionen zum Vortag. Außerdem gelten seit gestern 53 Patienten als genesen. Es gab in diesem Landkreis einen Todesfall. Der Landkreis Görlitz hat 16 Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der aktuell Erkrankten liegt hier bei 220. In diesem Landkreis wurden 4 Todesfälle gemeldet. Im Spree-Neiße-Kreis sind momentan 203 Personen an Corona erkrankt. Seit gestern sind 5 weitere positiv getestet worden. Außerdem wurden 31 weitere Personen als genesen registriert. Es gab in diesem Landkreis keinen Todesfall. Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz hat heute 4 Neuinfektionen gemeldet. Hier sind aktuell 76 Personen am Virus erkrankt. Seit Freitag sind 16 Menschen genesen. Es wurden 0 Todesfälle gemeldet. Und im Landkreis Elbe-Elster sind derzeit 36 Menschen am Coronavirus erkrankt. Es gab in diesem Landkreis 8 Neuinfektionen. Außerdem sind seit gestern 16 weitere Personen genesen. Hier gab es ebenfalls keinen Todesfall. Die LMBV hat in der Nähe der Ruhlmühle südöstlich von Spremberg eine neue Wasserreinigungsanlage gebaut. Sie soll die sogenannte braune Spree zukünftig entlasten und das Eisen aus dem Wasser herausfiltern. Wir waren vor Ort, um uns das einmal etwas genauer anzusehen. Südlich von Spremberg, genauer gesagt an der Neustädter Ruhlmühle, steht eine neue Wasserreinigungsanlage der LMBV. Das Wasser des hier fließenden Altarms der Spree wird, kurz bevor es in die Hauptspree fließt, abgefangen und gefiltert, um so die Eisenkonzentration deutlich zu reduzieren. Hier reinigen wir das Eisen nach den bekannten, bewährten Schritten der Wasserbehandlung und Enteisenung ab. Das Wasser kommt zunächst in ein Reaktionsbecken. Dort wird es belüftet, also mit Sauerstoff versetzt, sodass der Oxidationsprozess stattfinden kann. Und im gleichen Reaktionsbecken kommt dann auch noch eine Kalkmilch hinzu, die dafür sorgt, dass der pH-Wert von ca. 4 auf 7 bis 8,5 ansteigt und sich Eisenpartikel durch die Fällungsreaktion bilden. Im nächsten Schritt kommt dann ein Flockungsmittel hinzu. Dabei bindet sich ein synthetisches Polymer an die noch kleinen Eisenpartikel und macht sie größer und vor allem schwerer. So setzen sie sich vom Rest des Wassers ab und können am Boden aufgefangen werden. Das abgesetzte Eisen kommt dann in eine Zentrifuge und wird dort geschleudert. Soweit, bis es mit ca. 30% Trockenmasseanteil transportfähig ist. Am Ende des Systems stehen Container, wo der Schlamm aufgefangen wird, transportfähig entsorgt wird, entsorgt nach Deklaration und Analytik in einem Labor. Und wir gehen davon aus, so wie bisher, dass diese Schlämme nicht gefährliche Abfälle darstellen. Das heißt, wir müssen sie nach Kreislaufwirtschaftsgesetz einem Verwertungsprozess zuführen. In diesem Fall werden die Schlämme vertraglich an die Firma Lobbe übergeben. Die Firma Lobbe stellt zurzeit daraus Ersatzbaustoffe her. Der Standort an der Ruhlmühle wurde bewusst gewählt. Das Besondere ist, dass hier die Belastung der Spree mit dem Eisen aus dem Grundwasser beginnt. Der Altarm dient als natürliche Barriere. Die Eisenkonzentration liegt hier bei ungefähr 150 Milligramm pro Liter. Die Reinigungsanlage wird davon 99% herausfiltern, sodass am Ende nur mehr 1,5 Milligramm, also fast klares Wasser, an die Spree abgelassen wird. Das Grundwasser kommt aus einem pleistozänen Grundwasserleiter Spreewitzer Rinne, der hier durch die umliegenden Tagebaue im Verantwortungsbereich der LMBV, also hier zu nennen sind Losa, Burghammer, Scheibe, Spreetal Nordost, tiefenentwässert wurde, über 80 Meter und über einen sehr langen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten. Dadurch haben sich in diesem pleistozänen Grundwasserleiter Eisen- und Schwefelverbindungen gelöst, die nachbergbaulich jetzt mit dem Grundwasserwiederanstieg wieder in Bewegung geraten und letztendlich über den Fließweg des Grundwassers in die Fließgewässer und auch in die Bergbaufolgeseen eingetragen werden. Damit die Pumpen das Wasser aus dem recht kleinen Altarm kontinuierlich abgreifen können, wird es mithilfe einer Sohlschwelle zurückgestaut.
Am Einlass der Anlage sammeln sich dadurch aber auch neben dem Wasser die Überreste toter Pflanzen oder im Herbst auch Laub von den Bäumen. Ein Gitter soll dafür sorgen, dass nur das Wasser hindurchkommt. Damit nicht jedes Mal ein Arbeiter dieses wieder freiräumen muss, gibt es extra eine Reinigungsmaschine. Ja, wir haben hier auch diesen Altarm fit gemacht als Zuleiterfunktion für die Anlage. Wir haben quasi eine Sohlschwelle eingebaut, sodass sich das Wasser etwas zurückstaut, dass unsere Pumpstation kontinuierlich Wasser fassen und in die Anlage überheben kann. Also insofern haben wir auch die Aufgabe übernommen für die nächsten 8 bis 10 Jahre. Ein solches Zeitfenster hat diese Anlage an diesem Standort, auch den Altarm mit zu unterhalten. Die Anlage am Standort Ruhlmühle ist die dritte und letzte containergestützte Anlage der LMBV. Gestern fand zunächst die erste Inbetriebnahme einzelner Module statt. Unter anderem wurden die Belüfter im Reaktionsbecken getestet. Diese tragen den Sauerstoff in das Wasser ein und verteilen die Kalkmilch, die vor Ort zusammengemixt wird. Dann startet nach der Inbetriebsetzung der weiteren Module der Probebetrieb. Dafür sind 60 Tage angesetzt, also 2 Monate. Wenn wir das in dieser Zeit das System stabilisieren können, überführen wir es in einen Einfahrbetrieb. Dafür haben wir uns mindestens 6 Monate Zeit gegeben und sollte sich alles so darstellen, dass man sagen kann, die Anlage funktioniert wartungsarm und störungsfrei, dann wird ab Januar 2023 diese Anlage in einen kontinuierlichen Regelbetrieb überführt. Zusammen mit den beiden anderen Anlagen und dem Abfangriegel mit 6 Brunnen in Spreewitz ist man in der Lage, ca. 50% der Eisenbelastung aus dem Grundwasser abzufangen. Das Projekt läuft seit 2014 und kostete rund 25 Millionen Euro. Das muss uns als Gesellschaft auch eine saubere, klare Spree wert sein. Zunächst wird die Anlage in einem Zweischichtsystem eingefahren. In Zukunft soll sie halbautomatisch, einschichtig mit einer 8-Stunden-Besetzung betrieben werden. Sie suchen modernen Wohnraum im Lausitzer Seenland? Lebensräume Hoyerswerda, individuell, freundlich und ideenreich. Mehr als gewohnt. Platz für die Familie, für Sie umgebaut. 2 Dreiraum zu einer großzügigen 5-Raum-Wohnung mit 2 Bädern, Wohnküche und 2 Balkonen. Sie haben Interesse? Dann Telefon 03571 46 74 11 und im Netz lebensräume-hy.de. Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Vor knapp einem Jahr startete die City-Offensive Stempel Fever Naut in Finsterwalde, um die regionalen Unternehmen der Sängerstadt in der schweren Corona-Zeit zu unterstützen. Aufgrund des großen Erfolges ging nun eine 2. City-Offensive an den Start. Mit dem Stempel Fever Naut Plus hat sich zudem die Zahl der teilnehmenden Unternehmen fast verdoppelt. Anfangs waren es 87 Unternehmer aus der Sängerstadt, welche sich an der Aktion Stempel Fever Naut beteiligten. Ziel war es, vor allem den Unternehmen vor Ort in Finsterwalde unter die Arme zu greifen. Nun startete mit den Stempel Fever Naut Plus eine Fortsetzung der Aktion mit fast doppelt so viel teilnehmenden Unternehmen. Dieses Jahr bin ich froh, dass aus der Mitte der Stadtverordnetenversammlung der Vorschlag kam, diese Aktion, die eigentlich ja zum Jahresende beendet war, neu aufleben zu lassen, im Interesse unserer Einzelhändler, unserer Dienstleister. Und wir werden als Stadt, und da hoffe ich, oder ich bin mir sicher, dass viele diesen Pass auch vollgestempelt bekommen, als Dankeschön dann eine Sonderedition des Sängerstadtgutscheines bekommen mit 50 Euro und damit sozusagen nochmal in die Innenstadt einkaufen gehen, zum Café oder in den Biergarten und die 50 Euro hier bei uns in Finsterwalde lassen. Ganz konkret geht es darum, mit diesem Freundschaftspass entsprechende Stempel in den teilnehmenden Unternehmen einzusammeln, wofür es dann wiederum einen Sängerstadt-Unterstützergutschein im Wert von 50 Euro gibt, mit dem man dann nochmal in über 100 Geschäften in Finsterwalde shoppen gehen kann.
Also man kann ihn hier bei uns in der Touristinformation abholen. Er ist auf jeden Fall für alle Finsterwalder. Er wird im nächsten Stadtanzeiger in jedem Briefkasten mit dabei liegen. Aber auch die Einzelhändler haben alle eine Anzahl noch mit da liegen. Wer so einen Pass haben möchte, der spricht sie einfach an, nimmt den mit und stempelt fleißig, nachdem er ordentlich eingekauft hat. Und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Signal, nämlich nicht das Geld zu den Online-Händlern oder den großen Einkaufsmalls zu schleppen, sondern hier in Finsterwalde bei unseren Dienstleistern oder bei den Einzelhändlerinnen und Einzelhändlern das Geld zu lassen oder im Café oder im Biergarten, denn die Gastronomen haben ja im zurückliegenden Dreivierteljahr auch mächtig darben müssen. Und insofern glaube ich, eine wunderbare Gemeinschaftsaktion mit vielen Partnern, die wir hier anschieben konnten. Damals, vor einem Jahr, 86 Teilnehmer, jetzt über 140. Also da kann man auch nochmal ein großes Dankeschön an das Team der MBT senden, weil die natürlich unheimlich viel angesprochen haben, viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben. Und das zeigt doch, wie vielschichtig und wie lebendig das Leben in Finsterwalde möglich ist. Wer übrigens selbst Unternehmer ist in Finsterwalde und sich an der Aktion beteiligen möchte, kann sich per stempelpiebernauten@web.de bei dem Unternehmernetzwerk melden. Nun haben wir die aktuellen Polizeimeldungen für Sie. Starten werden wir mit einem zum Glück glimpflich ausgegangenen Waldbrand. Zu einem Waldbrand mussten die Kameraden der Feuerwehren Hoyerswerda am Mittwochnachmittag ausrücken. Am Ende des Industriegeländes nahe der B96 standen knapp 100 Quadratmeter Waldboden in Flammen. Eine Spaziergängerin hatte sie entdeckt und den Notruf gewählt. Durch das schnelle Eingreifen der Kameraden wurde eine Ausbreitung verhindert. Insgesamt kamen 8 Ortsfeuerwehren zum Einsatz. Die Polizei ermittelt zur bislang unklaren Brandursache. Am Mittwochnachmittag wurde auch die Feuerwehr in Weißwasser alarmiert. Anwohner hatten Rauch an der Forsterstraße bemerkt. Dort brannte ein Haufen mit Altreifen. Durch den raschen Einsatz blieb ein Waldstück direkt daneben von den Flammen verschont. Nach unmittelbarer Fahndung hat die Polizei einen 16-jährigen Jungen und ein gleichaltriges Mädchen gestellt. Gegen sie wird nun wegen der Brandstiftung ermittelt. Erneut haben Betrüger versucht, ältere Menschen aus Bautzen, Kamenz und Hoyerswerda mit sogenannten Schockanrufen Geld aus der Tasche zu ziehen. Alle Anrufe wurden allerdings beendet und Angehörige sowie die Polizei informiert. In Bautzen gab sich eine Unbekannte bei einem Senior als Enkelin aus. Sie hätte einen schweren Unfall gehabt und benötigte 30.000 Euro für den Schaden. In Kamenz bat am Telefon eine vermeintliche Familienangehörige um Geld für eine Anwaltsrechnung. In Hoyerswerda forderte ein Polizeibeamter von einem Rentner am Telefon gar 45.000 Euro, weil die Schwiegertochter einen Verkehrsunfall verursacht habe. In einem zweiten Fall hieß es, die Enkeltochter hätte jemanden totgefahren und müsse nun ins Gefängnis. Die Seniorin gab an, 5.000 Euro zu Hause zu haben. Das reichte den Betrügern aber offenbar nicht aus. Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Dienstagnachmittag in Bernsdorf aus dem Verkehr gezogen. Er war aufgrund eines Hinweises von einer Streife auf der Ernst-Tillmann-Straße gestoppt worden. Dabei bestätigte sich, dass der Einheimische ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Zudem war an dem Wagen ein falsches Kennzeichen angebracht. Ein Alkoholtest ergab den Wert von über 1,5 Promille. Der Mann hat für die Gesamtaktion 3 Anzeigen erhalten. Ein Vorfahrtsunfall hat sich am Dienstagvormittag in Groß-Schönau ereignet. Ein 90-Jähriger wollte mit seinem VW von der Schiffnerstraße aus die Hauptstraße überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 85-jährigen Renault-Fahrerin. Bei dem Zusammenprall schleuderte der Clio gegen einen parkenden Opel. In ihm saßen 2 jüngere Frauen. Alle 3 wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen summiert sich der Sachschaden auf etwa 35.000 Euro. Gleich schauen wir auf die Wetteraussichten der kommenden Tage. Zuvor gibt es aber jetzt noch einmal den Blick zurück mit dem Lausitzwelle-Kalenderblatt. Das Lausitzwelle-Kalenderblatt. In der Nacht zum 3. Juni 2013 kündigte sich in Sachsen ein weiteres Hochwasser an. Durch starke Regenfälle im Mai war der Boden gesättigt und mit dem nächsten Tiefdruckgebiet, das herankam, stiegen die Pegel der Flüsse innerhalb kürzester Zeit.
Am dramatischsten gestaltete sich in unserer Region die Lage am Hoyerswerder Schwarzwasser. Der bis dato unsanierte Deichabschnitt in Richtung Wittichenau war auf einer Länge von einigen hundert Metern zum Teil aufgeweicht. Zehntausende Sandsäcke wurden verbaut. Zum Teil kamen sie von Wehren aus dem Landkreis, wurden aber auch vor Ort und im städtischen Bauhof gefüllt. Denn nicht nur der Deich des Schwarzwassers, sondern auch für eine zweite Sicherung der B96 wurden sie gebraucht. Die Bundesstraße wurde am Mittag gesperrt, denn hier drohte das übergelaufene Wasser des Deiches von einer Überflutungsfläche in Richtung des Ortsteils zu laufen. Der Wasserpegel ging in der folgenden Nacht langsam zurück und am nächsten Tag konnte bereits Entwarnung gegeben werden. Damals im Einsatz waren 260 Feuerwehrkameraden aus Hoyerswerda und der Region, auch 45 Teilnehmer eines Brandmeisterlehrgangs an der Landesfeuerwehrschule in Naht leisteten Unterstützung. Zudem waren zeitweise bis zu 60 freiwillige Helfer, von denen manche sogar aus Bautzen oder Bischofswerda kamen, vor Ort. Mittlerweile ist der kritische Deichabschnitt saniert worden. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Der heutige Tag startete mit vereinzelten Wolken und Temperaturen um 11 Grad. Die Sonne setzte sich aber den ganzen Tag durch und so konnten Temperaturen bis 25 Grad erreicht werden. Zum Abend hin bleibt es bei einem klaren Himmel und die Temperaturen werden sich um 15 Grad bewegen. Mit einem klaren Himmel und schwachem Wind startet der Freitag sehr warm und freundlich. Erst in den späten Nachmittagsstunden können dann vereinzelte Wolken auftreten, die auch Regen mit sich bringen können. Im Flachland werden Höchstwerte um 27 Grad und im Bergland um 26 Grad erreicht. Die Nacht wird größtenteils bewölkt, trotzdem wird nicht mit Regen zu rechnen sein. Das Wochenende startet regnerisch, vereinzelt auch mit Gewittern. Dieses trüber, verregnete Wetter wird sich den gesamten Samstag halten. Das Thermometer klettert trotzdem bis zur 25 Grad Marke. Auch der Sonntag wird sich eher trüb zeigen. Zwar wird es keine Regenschauer oder Gewitter geben, trotzdem bleibt es den ganzen Tag bewölkt bei zumindest warmen Temperaturen bis 25 Grad. Das war sie, unsere Drehstabe Lausitz vom Donnerstag. Alle Nachrichten gibt es wie immer zum Nachlesen auf der Homepage lausitzwelle.de. Das gesamte Team wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Wir sind dann ab morgen 18 Uhr wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.